Eine der eigenständigsten und auch erfolgreichsten Künstlerinnen im Kunstgeschehen Österreichs nach 1945 war die 1915 in Innsbruck geborene Malerin Gerhild Diesner. Sie ist auch eine der Pionierinnen im Bereich der künstlerischen Präsenz von Frauen hier in Österreich. In dieser Auktion können wir eine ihrer seltenen großformatigen Gemälde offerieren, eine Landschaft, die ganz aus Grün- und Blautönen kombiniert ist. Die wellenförmigen Gebirgszüge im Hintergrund in Kombination mit den dunklen, hochaufragenden Zypressen lassen uns aber das Bild eindeutig als eine Gegend um den Gardasee in Italien interpretieren. Für eine ihr Leben lang in Tirol arbeitenden Künstlerin, die noch dazu ihre Ausbildungszeit in den Kriegsjahren vollziehen musste, überrascht die große Nähe zu dem französischen Farbexpressionismus der Fauves oder eines Henri Matisse oder Paul Gauguins. Tatsächlich suchte Gerhild Diesner, ihre Ausbildung immer außerhalb von Österreichs zu erhalten. Zuerst ging sie nach London an die Chelsea Art School, danach an die Akademie in München, um schließlich 1943 in Paris an der Akademie von André Loth zu studieren. Für ihren künstlerischen Weg war dieser Aufenthalt in Frankreich von großer Bedeutung. In den Ausstellungen erlebte sie die Bilder von Georges Braque, von Henri Matisse, von Van Gogh. Die Begegnung mit diesen großen französischen Malern bildet zweifellos die Grundlage für Diesners eigenes Verständnis für die Kraft der lokalen Farben und für die Reduktion der Formen auf ihre wesentlichen Umrisse. In diesem Gemälde der Landschaft in Blau lässt sich dieses künstlerische Wollen eindrucksvoll nachvollziehen. Der Bildeinstieg wird dem Betrachter nicht leicht gemacht. Die hohen Gräser bilden eine Art Gitter, durch die der Blick sich eigentlich erst hindurchschwindeln muss. Aber es ist ein lohnenswertes Unterfangen. Das Spiel mit Fläche und Raum ist ein wesentliches Kriterium für ihre Malerei, genauso wie alles einer bestimmten Rhythmik, einer zarten Melodie unterworfen ist. Gerhild Diesners Bedeutung für die österreichische Kunstgeschichte, wie wir es an diesem Bild besonders schön erkennen können, liegt in ihrer Rolle als Vermittlerin zur europäischen Avantgarde nach dem Krieg und in ihrer Gestaltung einer neuen österreichischen Moderne in eigenständiger Interpretation.